Servus Leute und herzlich willkommen bei Pokémon JM. Ich bin der Stefan und heute, meine lieben Freunde, gibt's das Pack Battle gegen Pokémaxi. Und zwar öffnen wir heute im Battle gegeneinander jeweils eine der neuen Frühlingstins. Pokémaxi hat sich hierfür für Solgaleo entschieden und ich habe mir dann einfach gedacht, dass wir ein richtiges Battle haben. Nehmen wir Lunala, auch sowieso mein Lieblings-Pokémon. Mein favorisiertes Legenden-Pokémon aus Sonne und Mond. So, jetzt haben wir's. Zu den kurzen Regeln. Wir öffnen jetzt genauso wie der Pokémaxi 4 Booster, vergleichen dann unsere Puls miteinander. Ja, haben wir's. Und wer die besseren Puls hat gewonnen. Wir haben das Ganze in der Punktestaffelung aufgesetzt. Das heißt, für eine Reverse Holo Rare, Holo Rare oder Partner Pokémon gibt es einen Punkt. Für eine GX oder EX Karte gibt es 2 Punkte. Für eine Full Art GX oder Full Art EX Karte gibt es 3 Punkte. Für eine Hyper Rare GX Karte 4 Punkte und für eine Secret Rare ganze 5 Punkte. Jetzt denken sich manche vielleicht so, Partner-Pokémon, was? Ihr kennt, wer das Battle gegen Poképack-Player letztens schon gesehen hat, sollte das normalerweise kennen. Das heißt, wir suchen uns ein Pokémon aus einem Set, aus einem beliebigen Set aus, auf Evolution, Turbofieber, Sonne und Mond, oder Sonne und Mond. Suchen wir uns ein Pokémon aus und wenn wir dieses Pokémon ziehen, dann kriegen wir einen Punkt dafür. Ich habe mich in dem Fall für das kleine süße Wommel entschieden, einfach aus dem Grund, weil wir natürlich erstens 2 Sonne- und Mond-Booster öffnen und da die Chance haben, dass wir zweimal dieses Pokémon ziehen können. Und auf der anderen Seite, weil es einfach ein süßes kleines Pokémon ist. Beim letzten Mal hatten wir ja Togedemaru, hat uns nicht so viel Glück gebracht, aber vielleicht haben wir es dieses Mal mit Wommel. So, kleine Störung hier, da bin ich wieder. Also für Wommel, für das kleine süße Wommel haben wir uns entschieden. Falls wir das ziehen, kriegen wir einen Punkt. Okay, ich würde mal sagen, wir starten dann einfach mal. Viel Glück, Pokémaxi. Ich bin gespannt, was du ziehst. Und wir starten wie bei unserem 5er-Opening gestern mit Evolution. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Abgesehen davon, dass wir extremes Pech bei den Sonne- und Mondboostern hatten. Aber okay. Gucken wir einfach mal. Wir 3, 2 und es geht los. Wir starten mit einem Macholo, ein Fukano, eine Wasserenergiekarte, Magnetilo, Glumanda, ein Nidorino, der Tausch, dann haben wir Turtox Geistesbone, die Reverse Holo ist ein Glutexo, leider keine Rare und die Rare, ein Gyarados in Holo. Na, das ist ja schon mal was, das ist ein Punkt. Juhu! So, packen wir das hier zur Seite. Nächstes Booster, ein Turbofieber. Ich bin wirklich gespannt. Beim letzten Mal, glaube ich, haben wir eh gewonnen gegen Poképack-Player auch. Der musste dann, was musste er nochmal machen? Ach ja, genau, mit dem Mund voller Center-Shocks gefakte Karten zerschneiden. Das war lustig. Das war echt lustig. Und müsst ihr euch mal angucken. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt es euch auf jeden Fall an. Ratfatz, Lilminip, Pionskora, Sterndu. Dann haben wir ein Algit, Flunkiefer, Xerox Geistesbund, Gyarados Geistesbund, ein Reverse Holo Shinux, auch leider keine Rare und ein Knackracking Holo. 2 Punkte, yes. Wir haben auf jeden Fall schon mal mehr Glück, wobei beim letzten Mal gegen Poképack Player hatten wir eine Hyper Rare. Eine Hyper Rare, zwar sonst keinen Pull, aber wir hatten eine Hyper Rare dafür drin, das war auch eigentlich ziemlich nice. Okay, und jetzt geht's zu den Sonne- und Mondboostern. Ich mach die hier mal, dass man hier das auch vor Kamera sieht natürlich, dass ich nicht irgendjemand meist nicht bescheiße oder so. So, 4 und 2. Und wir starten mit einem Dratini, ein Alola-Dicter mit der super freshen Frisur. Dann Frohball, ein Panzer-Eron, ein Wommel, juhu, nächster Punkt. Dann haben wir jetzt schon 3 Punkte. Hier haben wir es, eine Feuerenergiekarte, ein Dragonier, Elima. Ein Hypno, die Reverse Holo ist ein Alola Ratsfatz und die Rare ein Parasect in Nicht-Holo. Welch Überraschung. Welch Überraschung. Also
War ja bei gestern auch schon so, dass wir 9 Booster oder 10 Booster, Sonne- und Mond-Booster, wir haben 10 Sonne- und Mond-Booster geöffnet und hatten nur eine GX-Karte drin und keine einzige Holo. So, ich bekomme das Pack hier wieder nicht auf. Okay, jetzt habe ich's. Und wir machen wieder den Kartentrick 4 und 2 und starten mit einem Dratini. Ein Alola Dickter, Frubal, Panzer Eron, ein Wommel wieder, okay. Das Wommel mag uns. Das heißt, wir haben jetzt 4 Punkte. 4 an der Zahl. Eine Psychoenergiekarte, Trompec, Corazon, ein Energiezugewinn, Quapuzzi und ein Quappo in Holo. Okay. Wir hatten hier keinen großen oder ja, keinen wirklich großen Ultra Rare Pull, aber wir haben 3 Holos gezogen und 2-mal unser Partner-Pokémon. Also eigentlich ideal. Mehr Punkte könnten wir gar nicht machen mit einem Partner-Pokémon. Das hat sich hier schon mal extrem gelohnt. Und ja, jetzt gucken wir uns einfach mal das Video von Maxi an. Der Link ist unten in der Beschreibung. Da klicken wir jetzt alle drauf und gucken wir uns an, was der für Puls hatte. Ob er uns wirklich übertroffen hat oder ob er verloren hat. Je nachdem, wir sehen es jetzt an. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche. Und seid gespannt, am Samstag kommt nochmal was. Ich verrate es euch jetzt noch nicht, aber am Samstag kommt nochmal was richtig Dickes. Bis dann, Leute. Ciao.